Das ist eine Spekulation, Herr Professor, die natürlich auf der Hand liegt. Und da fragt man sich natürlich, ist in den USA tatsächlich der Wahlkampf jetzt schon in einer Situation, dass die USA tatsächlich sehen, dass vor allem die Republikaner ja sagen, naja, dieser Ukraine-Krieg interessiert uns eigentlich gar nicht, und dass Biden da jetzt in gewisser Weise drauf eingeht? Das könnte eine Erklärung sein, aber noch sind die USA nicht so richtig im Präsidentschaftswahlkampf. Die andere Frage ist, wir haben ja bei der Meuterei gesehen, wie schwach Putins inneres Fundament ist. Und die große Befürchtung, die bei vielen existiert, ist, dass Russland letzten Endes im Chaos zerfällt. Und ich glaube, die von diesem Chaos ausgehenden Gefahren werden in den USA und vielleicht auch in einigen europäischen Hauptstädten als sehr dramatisch für die Sicherheit eingeschätzt. Und man möchte eigentlich vermeiden, dass genau dies passiert. Das heißt nicht, dass man will, dass die Ukraine, dass Russland diesen Krieg gewinnt, aber Russland soll in dem Sinne keine katastrophale Niederlage in der Ukraine erleiden.